und es hakt schon wieder. Und das ist da irgendwie ein bisschen einfacher bei Facebook durchzulesen, weil man einfach so durchscrollen kann. Und beim Postfach bei YouTube, ich finde, das ist sehr aufwendig und sehr umständlich gemacht. Ich weiß ja nicht, ob einige von euch das Postfach etwas intensiver nutzen, aber es ist nervig. Und gerade auf dem Handy ist es nicht wirklich ein Zuckerschlecken, sondern eigentlich eher mehr nervig. Richtig, richtig nervig. Nervig, 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 nervig. Oh, es kann so spannend sein, Steine abzubauen. Das ist ein Spaß für Groß und Klein. Nee, zum Glück schnarche ich nicht. Also, jetzt habe ich davon noch nichts mitbekommen. Ich schlafe immer ein, bevor ich anfange zu schnarchen. Und deswegen höre ich das nicht. Sollte ich schnarchen. Gibt ja Leute, die behaupten das, dass ich das tue. Ich verneine dies. Ich schnarche doch nicht. Ich hab davon noch nie was mitbekommen. Davon, dass ich schnarche. Aber apropos hier schnarchen und so. Wir sind ja alle erkältet, also fast alle bei uns da im Zug und so, ne? Und der eine bei mir in der Stube, das Zimmer heißt, also wird da als Stube bezeichnet, der hat das übelste Husten gehabt und Fieber und alles, was man irgendwie nicht haben möchte. Und der hat die ganze Nacht durchgehend gehustet, trotz Tabletten und ja, hast du nicht gesehen. Und da habe ich dann einfach mir ganz stumpf Kopfhörer ins Ohr gesteckt und die ganze Nacht über dudeln lassen, damit ich das nicht die ganze Zeit mitbekommen muss, wie der da sich ein abhustet und nicht auf seinen Guse klarkommt. Und das tat mir auch irgendwie voll leid, dass der da sich ein abhustet, aber das hat mich so genervt an der Weile. Wie gesagt, habe ich mir lieber Musik reingehauen, die irgendwie laut ist, ja. Und dann auch schön laut aufgedreht und komischerweise gähne ich jetzt schon wieder. Habe ich geschlafen wie ein Baby und habe dann am nächsten Morgen die gesamte Stube um 4:30 Uhr mit der Musik, die ich die ganze Zeit gehört habe, wach gemacht, weil mein Wecker geklingelt hat. Und davon sind sie nicht wach geworden und dachte ich mir, oh, hörst ein bisschen Musik, ne? Die schlafen ja noch. Und da gab es dann eine Stelle, wo dann gescreamt wurde. Für die Leute, die nicht wissen, was Scream ist, das ist das, was musikrichtungstechnisch der Hock-Hock macht. Hier der Subbox, also die meisten von euch müssten es ja kennen, also den Hock. Mit dem habe ich ja öfter zu tun, den erwähne ich öfter, den grüße ich auch öfter. Und der screamt und in dem Lied wurde halt gescreamt und die haben halt alle tief und fest geschlafen, auch als die Musik lief und dann gab es halt eine Stelle, wo so eine Frau richtig, richtig derbe singt, also richtig einfach, ja, screamt halt, ne? Schreit halt ins Mikrofon und plötzlich war die ganze Stube hellwach. Und dann hieß es nur so, du kannst deine Musik doch woanders abspielen. Kannst du doch hier nicht um 4:30 Uhr wach machen? Aber ich sag doch, wir müssen ja bald aufstehen. Ja. Und dann war es dann auch so wieder, dass wir um 4 Uhr, also kurz vor 5 Uhr, aufstehen durften. War also gar nicht blöd, dass man um 4:30 Uhr Musik laut anmacht. Weil es gibt nichts Schlimmeres als, das habe ich ja schon mal gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Frühsport und man muss immer noch auf Klo, weil man es nicht geschafft hat. Oder weil man wieder so lange geschlafen hat. Aber trotzdem, es das heißt nicht, dass ich immer pünktlich aufstehe. Es passiert mir auch ganz oft, dass es dann um 5 Uhr heißt, ja, erster Zug aufstehen und ich liege dann noch im Bett. Und hoffe noch etwas schlafen zu können. In meine vergebene Hoffnung. Das wird mich nicht passieren, dass man es schafft, weiter zu schlafen. Weil es gibt auch Dienstgrade, die kommen einfach zur Tür rein, die klopfen kurz. Und dann machen sie die Tür auf und sagen, aufstehen.
Ja, wie so eine Mutti. Ich sollte vielleicht mal sagen, noch 5 Minuten. Mal gucken, wie die Reaktion ist. Och, noch 5 Minuten schlafen. Gut. Dim, dim, dim. Dim, dim. Meine Idee ist, dass wir das vielleicht mit hier dem Kies machen. Und zwar so. Ach ja, ich gehe mir hier einen ab. Ist das schön. Aber ich baue weiter. Ach, verdammt. Machen wir mal so. Irgendwie finde ich, dass man größer stacken sollte als 64. 99 oder 100 wäre cool. Da könnte man viel mehr transportieren, ist ja klar. Und ich weiß nicht, gerade bei größeren Bauprojekten, da wäre es halt cool, wenn man ein bisschen mehr Rohstoffe mit sich hin und her schleppt. Oder größere Taschen. Oder sowas wie Rucksäcke. Zusätzlicher. Das wäre richtig cool. Aber sowas wird es wahrscheinlich nie geben. Also, wir sollten aufhören zu träumen. Oder ich sollte aufhören zu träumen. Und morgen fahre ich schon wieder zur Kaserne, weil heute ist ja Samstag, beziehungsweise jetzt ist schon wieder Sonntag. Und in ein paar Stunden, besser in einem halben Tag, fahre ich schon wieder zur Kaserne. Und werde den ganzen Tag dann, also die ganze Woche, wenn wir dann üben, wie man vernünftig marschiert fürs Gelöbnis, weil da läuft man ja auch und alles muss schick aussehen und bla. Es muss allgemein immer alles schick aussehen. Verstehe ich gar nicht. Naja. So. Ja, das muss alles noch ersetzt werden. Menge Arbeit, eine ganze Menge Arbeit. Oh, Zombies. Oh, wenn jetzt hier irgendwo ein Spawner wäre, das wäre echt lustig. Da würde ich auf der einen Seite Wasser machen, hier für Getreide, auf der anderen Seite irgendwas, was Zombies tötet. Das wäre irgendwie voll lustig. Achso, ich weiß gar nicht. Ich fange irgendwie Sätze ganz oft mit "ich weiß gar nicht" an. Egal, ob ich das jetzt erzählt habe, aber man bekommt ja Ausrüstung gestellt vom Bund. Und in der Ausbildung darf man verdammt, bin ich toll am Gehen. In der Ausbildung ist es so, dass man eigentlich keine eigene Ausrüstung irgendwie sich anschafft und dann verwendet. Sondern halt die gestellte. Weil einheitlich rumrennen und so. Und ich habe mir aber dann auch für später schon einen Rucksack gekauft, einen größeren. Und den habe ich auch gleich ausgetestet. Ich bin mit dem John gegangen, weil ja, hatte halt Lust darauf. Habe den halt schön vollgeknallt, bin mit dem John gegangen. Und das war ein richtiger Traum, obwohl der viel, viel größer ist und da viel, 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 viel mehr Gewicht reinpasst, als in den ich jetzt so in der Ausbildung habe, in diesen Schweinedarm. Ah, wir sind fast oben. Perfekt. Oh,
dann frage ich mich so, warum tue ich mir diese oder warum tun die uns dieses Gequäle an, nur damit wir alle gleich aussehen? Ist doch abster Scheiß, wer mich fragt. Das ist genau wie mit den Schuhen. Ja, die muss man wirklich, also klar, man muss ja Schuhe allgemeiner laufen, aber die muss man ja am Anfang richtig verprügeln, damit die vernünftig funktionieren. Die muss man auch jeden Tag sauber machen, das ist voll übel. Die werden jeden Tag mit Schuhcreme von uns poliert, und das, diese ganzen Einkleidungsregeln, kann man sagen, absoluter Blödsinn. Braucht kein Mensch. Hui. Zombie, wo bist du? Hier muss ja irgendwo noch Zombies rumrennen, sonst wäre ja nicht die ganze Zeit dieses Gestöhne. Wo kann man eigentlich die Sounddateien verändern? Das wäre aber interessant zu wissen. Da könnte man vielleicht dieses Zombie-Geröchel durch irgendwas für die Ohren freundlicher rüberkommen, das ersetzen. Das hätte doch auf jeden Fall was. Mensch. Diese Folgen werden so spannend sein. Die kriegen auch einen tollen Titel, irgendwie mit Allwetterfeld oder so. Das wäre mal ein cooler Titel. Drei Wetterfeld. Mir fällt gerade noch ein tolles Thema ein, worüber ich reden könnte. Und zwar gibt es bei uns hier einen Laden, wo man einkaufen gehen kann, so wie es eigentlich üblich ist. Ne? Also so Läden. Also viele Leute, die es noch nicht wissen, heutzutage jagt man sein Essen nicht mehr selbst, nein, man geht in einen Laden und holt sich das. So, also so ein Laden halt, ne? Und in dem Laden haben die jetzt irgendwie alles umgebaut. Total schlimm. Ich komme da rein und ich habe nichts mehr wiedergefunden. Das war richtig übel. Ich weiß, es hört sich jetzt lustig an. Ne? Aber ich bin so ein Mensch. Ich bin so ein Gewohnheitstier und ich komme halt einmal die Woche nach Hause und will dann ganz normal einkaufen gehen. Und haben die einfach frecherweise den ganzen Laden umgebaut und man denkt sich so, wo ist jetzt die Milch? Und man wird keine Milch finden, weil ja, man halt erstmal durch den ganzen Laden rennen muss und bis man sich daran gewöhnt hat. Das ist allgemein so eine Sache. Ich habe das ja mal gelernt, ne? Kaufmännisch und so. Und das ist alles mit Psychologie. Ja? Zum Beispiel dieses ständige Umräumen, worüber sich eigentlich jeder aufregt, das wird nur gemacht, damit man halt lange durch den Laden rennt und sucht, in der Hoffnung, dass man noch Sachen findet, die man dann eventuell gar nicht gesucht hat, aber doch vielleicht gebrauchen könnte. Hört sich schwieriger an, als es ist. Ja, oder zum Beispiel müsst ihr mal drauf achten, also müsst ihr nicht, aber das wäre halt mal echt cool, wenn ihr das macht. Es gibt drei Zonen beim Einkaufen. Einmal die Bück-Dich-Zone, das hört jetzt komisch an, also Bück-Zone, eine Streck-Zone und eine Greif-Zone. In der Bück-Zone sind meistens Sachen, die etwas schwerer sind, oder Sachen, die teuer, preiswerter sind. In der Streckzone ist es so, dass da meistens auch preiswerte Sachen sind. Und in der Greifzone sind die Sachen, die halt etwas teurer sind. Aber die sind halt bequemer zu erreichen. Na, und auch dieses Umräumen ist halt, damit man sich halt ständig verläuft und so weiter und so weiter. Das ist alles Bluff. Alles gemacht, um die Leute nur noch mehr zu nerven oder abzuzocken. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ja, weil ich einer von den Leuten bin, die da eingeweiht sind. Und die jetzt auch. Das war allgemein ganz lustig, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Wir hatten gleich neben der Schule einen Netto, dessen Namen wir nicht nennen.
Und wir hatten dann halt unseren Unterricht und sind dann in den Pausen los zu diesem Netto getobt. Als ganzer Mob, kann man fast sagen, ja, als Pulk. Und haben dann immer nur das Wort falsch benutzt, weil es wird nichts, also fast nie wird ein Laden so geführt, wie man es in der Theorie lernt. Das ist wie mit den meisten anderen Sachen auch. Und immer durch die Gegend laufen. Falsch, 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 falsch. Ja, man läuft zum Beispiel auch im Laden. Ganz oft ist es jeweils so angedacht, dass man quasi immer links langläuft. Und man hat sich halt rausgefunden, dass der Mensch halt rechts gepolt ist, also von seiner Laufart und wohin er guckt. Und dann werden halt die ganzen auch teureren Artikel werden halt rechts hingestellt. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, bei Cornflakes, die Super-Duper-Kekse mit Goldüberzug, die 100 Millionen Euro pro Packung kosten. Und auf der anderen Seite, also man läuft halt, ne, und rechts ist das alles. Und links sind die, die halt nur mit, mit Zucker überstrichen sind und halt genauso gut oder schmecken oder halt sogar besser. So, man läuft aber immer mit einem leichten Blick nach rechts. Ist einfach so. Vielleicht ist es bei Leuten, die Linkshänder sind, anders, ich weiß es nicht. Aber darauf ist es ausgelegt. Und dann sieht man halt auch bloß einen bestimmten Teil. Und zwar den Teil, wo halt die Ware ein bisschen mehr kostet. Das ist genau wie die Sachen, die an der Kasse sind. Ihr kennt ja, da sind ja nochmal die Zigaretten, die sowieso kein Schwein interessieren. Mich jedenfalls nicht. Und dann sieht man da ja die ganzen Süßkram. So, und der ist dann nur hingestellt, damit irgendwelchen Kindern plötzlich einfällt, oh mein Gott, ich möchte ein Duplo, den man auch wieder nicht genannt hat. Ja, wir haben kein Duplo genannt, das ist so Schokolade und so, namens Duplo habe ich nie gesagt. Damit halt ein Kind das einfällt, das möchte ich jetzt. Und dann kostet der einzelne Riegel so viel wie 10 Packungen, die man irgendwo im Laden finden würde. Also ihr wisst nicht zehnfach, ich übertreibe da mal ein bisschen, aber um es halt verständlicher zu machen. Ja. So, und dann meckert halt das Kind rum, ich will, ich will, ich will. Dann kauft Mutti einen so einen Riegel für, keine Ahnung, 1 Euro oder 2 Euro, wo man eigentlich schon eine ganze Flasche oder schon eine ganze Packung bekommen würde. Aber um diese ganze Packung zu bekommen, müsste man halt quer durch den ganzen Laden rennen und in der Zeit mault das Kind die ganze Zeit, weil es sofort den Schokoriegel haben möchte. Das ist auch so gemacht. Ist in meinen Augen sogar eine Form von Schikane, aber boah, ist halt nur in meinen Augen so. Mit Cola-Flaschen ist es genauso. Da gibt es ja diese kleinen Flaschen, zum Beispiel bei der Tankstelle, und die kosten genauso viel wie eine große. Und so weiter. Alles Abzocke. Alles, um den Kunden quasi zu manipulieren. Ja, die führen psychologischen Krieg gegen euch. Bedenkt das. So. Ich würde es am liebsten cutten und das offscreen bauen. Aber dann wäre es nicht mehr ganz so lustig. Ein bisschen leiden lassen muss ich euch ja auch. Hier erstmal vielleicht auch so bauen. Genau. Ja, auf jeden Fall war ich in diesem Laden drin, habe erstmal nichts gefunden, um mal wieder auf das ursprüngliche Thema zu kommen. Er hat mir dann auch so einen Einheimischen als Führer mitgenommen. Kennt man ja von irgendwelchen Expeditionen zu irgendwelchen noch unerforschten Territorien. Ja. Und letzten Endes war ich dann ein ganzes Stück schlauer und wusste dann, wo was ist. Total tolle Sache. Also nicht wirklich. Weil jene, den ich ja mitgenommen habe, der wusste sich mich jetzt auch nicht wirklich zurechtzufinden.
wusste sich nur dort nicht zurechtzufinden. So. Aber es sieht natürlich alles viel schicker und viel qualitativ hochwertiger aus. Naja. Soll es jedenfalls. Gut, ich bastle hier ein bisschen später dran weiter. Ich werde jetzt rendern, mich ausschlafen und dann weiter rendern und weiter produzieren. Bis dahin, ich rendere jetzt. Ciao.